Mahlzeit, herzlich willkommen beim Redview Videomagazin und einem neuen Vlog. Und zwar aus einem der besten Freizeitparks dieser Welt einfach, weil der unfassbar skurril, cool und kurios ist und richtig, richtig geil. Letztes Mal war das auf jeden Fall der Fall und das ist jetzt bei uns schon 5 Jahre her. Wir sind in Italien, wir sind direkt am Gardasee, wir sind im Movieland Park, aka Movieland Studios, 3 Kilometer neben dem Gardaland. Und wir werden wahrscheinlich sehr, sehr nass heute, denn vor 5 Jahren ist man auf jede Attraktion, die es hier gibt, nass geworden. Und vor 5 Jahren hat man eine Achterbahn aufgebaut, die ist auch aufgebaut gewesen, hatte aber noch Testfahrten, als hier waren. Die fehlt mir noch. Und es gibt sehr viele coole andere Sachen. Natürlich ist es so, auf dieser Tour jeden Tag war es brüllend heiß, weit über 30 Grad. Und heute nicht, weil heute werden wir überall nass. Aber das ist egal, denn wir haben Bock auf diesen super coolen Park. Ja, Movieland, The Hollywood Park. Und Geneva Waterworld ist der Wasserpark nebendran. Den machen wir auch nicht, weil wir sind ja im Freizeitpark. So, wir sind drin. Tickets gescannt. Die fangen hier schon relativ früh damit an. Und wir haben überlegt, wir fangen mit Pangaea und Diabolik an. Das sind beides Neuheiten für uns. Die sind recht hier am Eingang, aber die machen auch erst um 10.15 Uhr auf, wenn der Park um 10 Uhr aufmacht. Ist aber cool geregelt, weil hier steht einer mit dem Lollipop. Und der, da sind auch die Logos nochmal oben drauf. Pangaea ist halt richtig geil. Inspired by... Nein! Avatar? Nein! Nein, komm ich da drauf. Schrift auch überhaupt nicht. Aber auch Avatar gemischt mit Jurassic Park. Die Schrift sieht halt aus wie von Avatar. Ja, das ist die gleiche Typo, ne? Typo. Gut, dann hängen wir sie ein bisschen ab. Ja, was sollen wir jetzt mit allen dann da reinrennen noch? Wir sollen aber die Parade nicht verpassen, steht da. Ja, wir verpassen jetzt aber die Parade. Schön. Du kommst gleich dran. Erstmal das hier. Oh weh, oh weh. Boah, aufgerissen. Junge, eben vordrängeln, müssen unbedingt vor uns hier rein. Spannend. Ist nicht normal. Warum fährt der nicht? Der Fall hat. Wie auf Sommerrodelbahn, du hast immer irgendeinen Idioten vor dir, der schleicht. Also du hast den riesen Geländewagen, einen Jeep und der... Aber Alter, wo haben die das hier alles reingebaut? Wo sind wir? Das ist echt krass. Und es ist wirklich, wirklich verrückt. Du hast keine Führung, keine Schiene und du hast auch keine Bremse. Thank you.
Junge, das hat er schon festgefahren. Oh nein! Wir haben einen verloren! Alter, fahr! Das ist geil, ey. Richtig, richtig coole Attraktion. Mega außergewöhnlich und einmalig. Komplett frei fahren mit so einem Jeep. Macht nur Spaß, wenn halt vor dir nicht einer ist, der bei jeder Szene stehen bleibt und erstmal Handyfotos mal ein bisschen erbrechen. Und auch mit am Berg zurückrollt die ganze Zeit. Ja, aber sonst echt cool. Das ist auch wie bei Jimmy Neutron, ne? Il colpo è riuscito. Non ci resta che fuggire dalle prossime. Quindi provate a un'emozione forte. Un'emozione che in avanti è una. Ma all'indietro è. Nee, der Onboard-Sound versteckt. Alter, Diabolik, krass. Also wirklich intensive Bahn, fährt sich aber gut, schlägt nicht oder sonst irgendwas. Und ja, ist gerade ein bisschen blöd, glaube ich, was zu erzählen. Cittadini di Movieland City. Wir gehen auf jeden Fall auch immer irgendwie irgendwelche Shows ab. Das Horrorhaus bleibt geschlossen, wegen Corona, so wie ich das verstanden habe. Und ist das nicht der Eingang? Ja. Ist gerade zu, das ist nicht so schön. Mit dem Stuhl auch. Soll aber wieder aufmachen. Ja, da ist der Techniker auch gerade oben am Rumlaufen. Er kommt gerade runter. Die Spinne ist neu, aber also wir sind beim Hollywood Tower und erinnert ein bisschen an den Hollywood Tower bei Disney, auch die Klamotten von den Mitarbeitern, ist aber von der Gondel und vom Gesamten etwas anders. Und das Ganze ist ein First Generation Freefall Tower der Firma Intamin und du fährst halt rückwärts hier rein, wirst hoch elevated, wirst nach vorne gefahren und fährst hier runter. Man hatte damals halt, als man die Dinger neu erfunden hat, die ersten Freifalltürme, wusste man noch nicht, wie man das Ganze bremsen soll. Also hast du einfach diese Ausfahrt. Ja, mal gucken, ob da jetzt einer kommt. Die Techniker sind wieder am Auto. Wir warten mal kurz. Thank you.
Uschi ist immer noch aufgeregt vom Hollywood Shower. Ist halt super intensiv, super thrillig und super cool und sehr, sehr, sehr selten anzutreffen. Also ich glaube, in Asien sind davon noch ein paar unterwegs. Und sonst fällt mir noch einem Dorney-Park, meine ich jetzt noch einer, aber dann verlassen sie auch schon wieder, was mir jetzt spontan einfällt. Und wir stehen jetzt bei Magma 2.0 und das ist hier der LKW 2.1. Ich glaube, es war jetzt vor 5 Jahren auch 2.1. Wahrscheinlich. Sehr, sehr uniker Ride, wo du in einem LKW durch verschiedene Kulissen-Sets geknallt wirst. Man stellt sich vor, die Disney-Hollywood-Tour in krank. Gab auch schon damals sehr viele Videos von uns dazu, wo wir irgendwann auch dann schon vorne mit beim LKW-Fahrer drin saßen, weil halt gar nichts los war. Und sehr cool ist auch, dass wir hier zur Einteilung sind erstmal genau die Sitzplätze wie im Truck draußen, damit du dich schon mal hinsetzt, bis der Truck da ist, damit jeder weiß, wo er dann sitzt. So, und Uschi hat gerade noch alle zusammengeschissen, dass sich anständig anstellen sollen im Zigzag, aber jetzt funktioniert schon wieder nicht. Das ist mir auch egal, weil. Richtig. Alter, Magma 2.1, richtig, richtig geil, macht richtig Bock. Und wir gehen jetzt bei Android rein. Android 3D. Das war, glaube ich, vorher aber Terminator 2.0 oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. So ein Stand-Up-Simulator 3D-Dingsbums. Wir gehen mal gucken. So, das Ganze ist ein 3D-Kino mit Wackelsitzen, also ein 4D-Kino und Special Effects, nicht nur echter Nebel, sondern auch echtes Feuer, echte Funken. Ein Typ, der vorne als Steuermann sitzt und das ganze Ding steuert. Ja. Sehr theatralisch. Ja, sehr theatralisch. Hier Space Mission Orbit ist eigentlich die Neuheit dieses Jahr. Es ist Shot and Drop, der aber noch nicht fertig ist, glaube ich. Oder nicht in News. Auf jeden Fall sind da schon Aufkleber drauf für hier einen Platz freilassen mäßig. Lara Croft sitzt da. Ist auch interessant. Ja, ich glaube, die John Rambo Show, Stunt Show, wurde ersetzt durch die US Army Stunt Show. Die gucken wir uns heute Abend auf jeden Fall an. Full Candy Jacket war auch mal eine kleine Mini-Stunt Show. Und ich meine, irgendwie hier war mal die Western Stunt Show. Das kommt vom Set her auch ganz gut hin. Ja, das ist jetzt, das könnte das gewesen sein. Dann gibt es die nämlich nicht mehr. Das ist der Wartebereich für Mission Orbit. Ach ja, das Leben ist meistens hart und ungerecht. Das ist echt scheiße. Ich wollte die noch mal sehen. Die war halt auch nur Klamauk, aber es war halt noch so eine Oldschool-Western-Stunt-Show. Und ich habe die halt jahrelang gesucht in meinem Kopf, wo ich die noch mal gesehen hatte, bis ich die dann, das war bestimmt hier in einem alten Parkcheck mal durchgeskippt habe und die da gefunden habe.
Als nächstes würde ich mal sagen, machen wir Kids Superjet. Es gibt aber auch noch neu, das ist auch neu für die Kinder, Kid Mini Jet oder wie das heißt. Ja. Kid Mini Jet, genau. Und da können die selber die Boote hier steuern. Bevor wir da reingehen, muss ich übrigens die Karte wechseln. Aber voll cool, natürlich sind die jetzt alle gerade hinten und keiner kommt hier rum, aber da kommt einer rum. Und das sind halt echt so Außenborder-Boote, die aussehen wie Kids Superjet, wo die durch so einen kleinen Parcours fahren können. Also können kann man jetzt nicht sagen, aber es ist halt super cool, das neben Kids Superjet zu machen, wo die Kids halt nicht mitfahren können. Scusi. È stato abbattuto Kit. Tutto bene? Rick, modalità auto. Vom Zweiten Weltkrieg quasi. Aber das seht ihr jetzt, glaube ich, im Video. Und es wird noch nasser als vorher. Ja,
right? Also einfach diese IP, die man hier draufgezogen hat, ist halt Kraftstoff. So, wir fahren jetzt Panoramabahn. War vorher Back to the Future, aber ich weiß nicht, ob das Anfang des Jahres oder Anfang letztes Jahr ist ja die komplette Mono. Okay. Der ganze Bums ist abgeschmiert und abgestürzt und umgekippt und jetzt ist das Ding gerade geschlossen wegen Maintenance. Das sollte man vielleicht unten dran schreiben, bevor man hier hochkraxelt. Kann man ja trotzdem nicht Panorama. Der Jetstar steht hier noch, der ist ja vom Parkplatz verschwunden und von überall, aber der existiert hier scheinbar noch. Das ist noch trauriger. Der Themenbereich Stone Age und die Typo wieder. Also die können hier wirklich sehr, 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 sehr gut gestalten und bauen wirklich sehr, sehr gute Attraktionen. Aber die können sich halt absolut nichts Eigenes aus. Die denken sich Eigenes aus, adaptieren aber Bestehendes. Aber das habe ich ja schon woanders auch gesagt, lieber gut nachgemacht als schlecht selbst gemacht. Den Stone Age Bereich gibt es einen überdachten Polyp mit der Krakel oben drauf in der Mitte, aber ziemlich cool sind die Chasen, die so Pelz haben, so ein Fell. Ja, und es ist halt ein bisschen eingehaust. Jetzt fährt er auch mal hoch. So, der Bronto Ring ist auch geschlossen, ist so ein Go-Gator. Letztes Mal sind wir, glaube ich, 10 Runden da drauf gefahren. Schade, also gut, dass wir den schon haben. Der Jetstar steht dahinter. Fehlt da schon was? Haben die schon was abgebaut? Ich weiß es nicht. Tronkosaurus ist hier, der Lokflum ist halt echt eine Mischung aus. Ich weiß nicht, ob ich das schön finde oder ich weiß nicht, ob ich das hässlich finde. Ja, es ist so. Der Ansatz ist da. Man kommt auch gar nicht mehr bis dahin. Gucken, oder? Ja. Ja, der Bronto Jet ist halt der alte Jetstar, das ist halt nicht mehr hier. Und dann gibt es hier noch BC-10 Control Tower. Aha. Aber eine Schiffsschaukel, die sehr gut gestaltet ist. Und hier ist Mangiare. Machen wir Mangiare? Da stehen Hähnchen drin, oder so, also das Turkey Leg. Geil! Es gibt Turkey Leg, Kinder. Und Lasagne. Ich hasse das, man muss mit dem Eis anfangen, weil das sonst geschmolzen ist. Mann! Da werden Stühle gelagert, aber Zug ist auch noch da. Schade, man weiß es nicht. Genau in dem Moment, wo ich jetzt die Kamera anhab, fährt das U-Boot wieder runter. Man kann es gerade kurz sehen. Und Monorail fährt nicht, von der aus man euch das hätten auch gut zeigen können. Mann! So, hier sind meine. Wir haben einen Rewrite auf Kids Super Jet, den wir jetzt machen. Und Uschi muss ich merken. Nicht wie vor 5 Jahren, dass wir dann Uschi verlieren. Thank you.
questo non lo demolizzo. Niente male, sì. Per usare un termine umano mi sento euforico come i miei tempi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, mobile! Erste Fahrt sehr trocken, also für Kids Superjet fällt sehr trocken. Jetzt ungelogen, stehen da 30 cm Wasser im Boot. Das ist. Ja. Ja, ich habe auch damit gerechnet, aber. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Seine Seite war ja komplett unter Wasser, das ganze Lenkrad war unter Wasser. Der hatte Bock jetzt, der hatte echt Bock. Oh Gott. Space Ranger ist noch nicht mehr eröffnet und jetzt fällt schon das Logo ab. Hm? Fly Among the Stars. Das wird das kleine Theater. Nein. Aber irgendwie so flugsimulationsmäßig. Corona? Ja, die sind wegen Corona mit dem Scheiß halt nicht fertig geworden. Ne? Ja. Ist halt interessant, dass das eingehaust ist. Vielleicht wird es auch komplett eingehaust noch. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Es ist halt verrückt, dass sie wirklich immer weiter bauen und verändern, weil die ist, glaube ich, auch nicht viel Platz. Ne? Nee, gut, wenn man dann eine brachliegende Achterbahn und stehen hat, ja, muss man nicht die Western Stunt Show wegmachen. Fantasmic kennen wir nicht, gehen wir mal rein. Was? Alles nass. Oh, 10 Jahre später. Was hast du noch mal gelesen, was das ist? Nix. Ach so. Interessant. Nichts gelesen. Also hier befindet sich ein Funhouse, Geister Funhouse Walkthrough. Interessant. Da sind wir gerade reingegangen. Was soll das? Bandido the Magic Rock? Tja. Was das? Be ready among chases, water splashes and much laughter in a new 3D adventure. Ja, als ob es kein Wasser hier gibt. Ja, das ist 4D-Kino. 4D-Kino, was ist jetzt Wassereffekte, Luft, Kabelwinde vors Bein. Wir gucken mal. Accomodi, signora, da quella parte. C'è posto dappertutto. Arrivo, eh? Jo, eindeutig Police Academy umgebaut zu Bandido. Das waren halt vorher so richtig coole Polizeichasen. So, das Ganze ist ein ja, 4D-Kino quasi, wo du diese einzelnen Chasen hast. Ich bin immer wieder fasziniert im Wilden Westen, ne, wenn es dann heiß hergeht, was für Strecken, was für Bahnnetze, für Loren gebaut werden, die man dann auch abfahren kann mit Loopings, Drops und die Unterbrechungen haben und so. Aber zum Finale gibt es noch einen Dollar. Wenn du gut bist.
Ja, nicht für jeden, sondern für die, die das checken und den aufsammeln vom Boden. Und wir kaufen uns damit jetzt nichts. Ja. Wir gucken jetzt auf die Uhr und überlegen, ob wir dann jetzt zur Show gehen oder nochmal Magma fahren. So, hier an dieser Stelle war vorher so ein Tomb Raider Topspin, der aber so quer und schräg stehen kann. Und hier gibt es jetzt Medusa seit diesem Jahr neu als Show. 15.50 Uhr ist die. Wir gucken mal kurz hier in das Set. Finden wir doch noch ein Plätzchen. Das sieht auf jeden Fall kurios aus, was hier vorhaben. Ich weiß nicht, was das für eine Show ist. Wir checken das für euch. Set. Man, ich finde es geil, dass man die Wasserfontänen aber vom Topspin noch behalten hat. Feuer, Gesang, Akrobatik, Stunts, alles dabei. Alles in der richtigen Mischung, finde ich. Ja. So was nennt man dann, glaube ich, Varieté. Nein, Varieté ist was anderes. Ja, aber echt cool gemacht. Super viel Cast auf der Bühne. Echt crazy. Und wir steppen mal rüber zur US Army Stunt Show, ehemals John Rambo Stunt Show. Oh nein, lo sta. Sta umgesprungen. Rispettare le norme di sicurezza, mantenendo la distanza, lasciando un posto libero, esclusi i nuclei familiari. Please keep the safe distance. Only families can stay together. Movie.
werden ja alle mit dem Jetski gesaugt und die anderen, die springen die ganze Zeit wie die Blöden entweder von dem Gebäude oder von dem Tor hier, weil sie Spaß dran haben. Also die John Rambo Show oder John Rambo Stunt Show ist ja nicht mehr, sondern das Ganze ist ja die US Army Stunt Show. Ist aber die gleiche Show wie vorher. Ach, so viele Rambos haben die hier. Das sind verschiedene Filme, oder? Nein. Nee. Das sind deren Rambos, oder? Jo. Aber es ist die gleiche Show wie vorher. Immer noch cool, trotzdem was Besonderes. Nice. Mr. Movie Studios, wie alt ist das denn? Alles noch Rohbau hier. Und wir fahren noch mal Magma. Magma, der Kollege hat aber richtig Bock gehabt. Da gab es auch wieder bei der ersten großen Abfahrt richtig Airtime, wie sich das gehört. Und hat auf jeden Fall schön den Bin runtergetreten. Wir haben gerade von da aus noch gesehen, dass die Monorail wieder fährt. Gehen wir mal gucken, ob wir vielleicht dann nochmal fahren können, dann sind wir nämlich durch für heute. So, wir fahren jetzt Panoramabahn. Ich habe auch die Show Control hier. Erstmal richtige Sprache einstellen. Ein bisschen Stahl die Rippe von außen und wir sind durch. Wir haben alles gemacht, ihr habt alles gesehen. Saugeiler Park, einer der geilsten Parks auf der Welt überhaupt meiner Meinung nach. Und einer der Parks, wo man dann nach so einem Besuch, wenn man den Vlog beendet, nicht sagt, das ist ein Park für die ganze Familie, vor allem mit kleinen Kindern, sondern das ist ein Park gar nicht für kleine Kinder. Also gar nicht ist... Ja, nee. Sachen, ja, ein paar Sachen gibt es, aber... Es ist doch schon eher für Leute, die ein bisschen auf Action stehen und auf was Besonderes. Zum Achterbahnfahren müsst ihr jetzt auch nicht hier hinkommen.
kannst die Vertical fahren und den Bronto Ring. Dann der Vertical, Diabolik. Diabolik meinte ich, ja. Die Vertical steht in Mirabilandia, ne? Ja. Ich bin ein Idiot. Aber auch First Generation Freefall Tower, Magma 2.1 Kit, Superjet, richtig geil. Die Shows hier sind super gut. Es gibt voll viele Parks, die soll man für die Shows besuchen. Finde ich dann gar nicht cool, die Shows. Und hier sagt das keiner, aber auch das lohnt sich hier auf jeden Fall. Und alles Gute, solide Attraktion. Pangea, voll geil, dass du da frei allein mit so einem Jeep fahren kannst. Wirklich ein sehr uniker, einmaliger, einzigartiger, besonderer Freizeitpark hier, der sich meiner Meinung nach mega lohnt. Und vielleicht, um das noch besser zu verstehen, direkt 3 Kilometer hier neben ist das Gardaland mit sehr vielen Achterbahnen und hast du dich gesehen und sehr viel Berühmtheit unter deutschen Touristen. Da fahren wir zum Beispiel jetzt gar nicht hin. Machen nur den Park hier in der Ecke. Mega geil. Also wenn ihr hier hinkommt, wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt auf jeden Fall rum, checkt den Movieland Park. Lohnt sich absolut. Nebenan ist noch ein großer Wasserpark. Die Region hier ist ja eh cool für deutsche Urlauber, Touristen mäßig. Und ja, das war's eigentlich, was man dazu sagen kann. Ne? Ich finde, der Park, die Attraktion und das, was ihr bis jetzt gesehen habt, spricht eigentlich alles für sich. Da genügt es an lobenden Worten für diesen sehr geilen Park. Wir kommen gerne wieder. Und ansonsten war es das jetzt von uns. Wir sind raus. Ihr seid die coolsten. Eure Uschi und euer Bro. Fürs Ride-Bio-Video-Magazin.